nicht bisher, oder? Ruhiger Stream heute. Entspannt euch alle mal. Führig. Sosa. Scharfe Flanke. Ballpreis zurück. Ito! Ito! Jawohl! Und was für ein Ding, Alter! Hiroki Ito, Mann! Wir führen auswärts! Was ist das für eine Simulation? Und was für eine Hütte, Ito, Alter! Führig bleibt da dran. Flanke Sosa findet nicht ganz. Ball kommt zurück. Und Ito, buff! Am 16er. An der 16er-Linie. Geradeaus. Latte drin. Das sieht für mich Riemann auch nicht ganz gut aus. Ich meine, der kommt mit Tempo, ne? Aber unhaltbar ist der nicht so zentral, wie der kommt. Geht nur mit einem Arm hin, aber geil! Ito ist so eine geile Sau, Alter. Ito ist so eine geile Sau. Absoluter Weltklasse-Transfer für die paar hunderttausend da aus der zweiten japanischen Liga und spielt Bundesliga, als würde er seit 8 Jahren machen. Absoluter Weltklasse-Transfer. Und was eine geile Stimmung. Was eine geile Stimmung. Mio. Wagnumann, schieß! Oh mein Gott, Alter, was? Junge, Wagnumann tanzt alle aus. Tanzt 4, 5 Leute aus, dann steht er 3 Meter vom Keeper und schießt ihn halt nur an, leider. Was ein Dribbling. Und der Abschluss ist so kacke. Der Abschluss ist so schlecht. Er steht 3 Meter vom Torwart, Junge. Oh, Kerle. Hauen doch flach in die Ecke. Ja, Borowski sagt's auch im selben Moment. Flach in irgendeine Ecke, Mann. Stöger flankt das Ding nach vorne. Hofmann legt ihn ab. Elfmeter für Bochum. Ja, Mio hat die Hand dran bei Förster. Ah, weiß. Boah, Bru. Also... Das ist für mich ein klarer Fall von Kann-Elfmeter, aber nicht von Muss. Er hat die Hand an Förster, ist klar. Aber er fällt halt, er nimmt es halt mit. Was ja auch okay ist. Als Angreifer muss das mitnehmen und fallen, aber es ist für mich schon... Ja, Förster will den halt, ne? Ah, unglücklicher Elfmeter gegen uns. Sehr unglücklich. Natürlich holt ihn Philipp Förster raus, Mann. Und jetzt der Ex-VfBler Stöger am Punkt. Ja, 1-1. Ach, Mann, ey. Aber ey, ich hab ja nicht umsonst auf 1-2 getippt. Kann man schon pfeifen. Ist dann auch keine klare Fehlentscheidung, den zurückzunehmen. Unglücklich aber auf jeden Fall. 1-1. Und jetzt musst du aufpassen, dass Bochum hier nicht richtig rankommt, ne? Sosa, Flanke, kommt nicht durch. Zweiter Ball bei Sosa. Schöne, scharfe Flanke. Girassi! Girassi! Ja, Mann! Ist das der Antwort, Mann? Green weg. Ah, geil, Jungs, ich baue auf. Scheiße, Digga. Das hatten wir auch noch nicht bisher, oder? Das hatten wir auch noch nicht. Zum Glück, ey, zum Glück hab ich mein Bett gemacht, Digga. Sag ich dir, wie es ist? Oh, mein Gott. Scheiße, ist das geil. Oh mein Gott. Sogenannte Eskalation. Aber was eine geile Hütte, Mann. Mit einem Außenriss im zweiten Versuch. Richtig geil, scharf nach vorne reingebracht von Sosa. Und Girassi ist halt da. Macht für mich bisher, ja, jetzt kein schlechtes, aber auch kein besonderes Spiel so. Und da ist er halt da. Dann ist er halt da. Geile Scheiße, Alter. Mio. Flanke rein. Wagnumann vielleicht? Wagnumann! LOL! Was macht denn Riemann für eine Scheiße? 3-1! Was geht denn jetzt ab, Digga? Junge, was? Was? Spiel wäre es auch arschgeil raus. Mio. Flanke rein. Und Riemann macht ja ganz großen Bullshit. Da hinten. Am ersten Gegentor auch schon nicht ganz unbeteiligt, Riemann, ne? Holy shit, 3-1. Also den VfB-Fan erzählst du mir bitte, der das erwartet hätte. Normalerweise fallen wir auseinander nach so einem 1-1. Normalerweise haben wir erstmal eine kleine Dürrephase nach einem Gegentor. Jetzt mach mal 2 Tore einfach.
Jetzt machen wir einfach zwei Tore auf einmal. Komplette Simulation des Spiels. Über 400 Zuschauer. Alles cool. Ihr habt nichts gesehen. Ruhiger Stream heute. Entspannt euch alle mal. Absolutes Best Case, ne? Man muss hier gerade nicht mehr groß Angst haben. Man kann das Spiel gerade einfach nur angucken und währenddessen auf die Auslosung gucken. Oder warten. Stand jetzt, ne? Und genau deswegen sage ich's. Stand jetzt, 2-3. Fuck. Jetzt ist nochmal Angst drin, sag ich wie es ist. Wichtig, Endo. Weiter auf Silas. Renn! 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 Ja! Nein! Riemann hält! Junge, Silas rennt an allen vorbei und macht ihn nicht. Silas rennt an allen vorbei und macht ihn nicht. Gar nix. Abstoß! 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 Heimspiel! Heimspiel gegen Frankfurt! Geile Scheiße, Mann! Geil, Mann! Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt! Ist das geil! Jetzt pfeift die Kacke ab, Junge! Geht's noch? Spielen wir so lange, bis Bochum trifft, oder was? Oh ja, Freistoß für uns! Freistoß für uns! Foul an Haraguchi! Ja! Drei zu zwei in Bochum. Abpfiff. Abpfiff. 3-2 Sieg in Bochum. Expected Goals am Ende recht ähnlich. 2,5-2,6 oder sowas, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Aktuell auf Platz 16. 23 Punkte. Hertha 22, Schalke 21, spielt aber ja gleich noch. Hoffenheim 25, Bochum 26. Boah. Am Ende kein unverdienter Sieg, finde ich. Kein unverdienter Sieg. 1-0 zur Halbzeit war in Ordnung. Hätte auch 0-0 stehen können zur Halbzeit. Schön von Ito. Dann fällt das 1-1 darauf mit und alle dachten, oder ich dachte vor allem auch aus VfB-Erfahrung, ey, brech es jetzt auseinander, was passiert? Oh je, kippt das Spiel. Nee, wir setzen einfach zwei Hütten drauf. 3-1, direkt nach dem 1-1. Richtig geil. Am Schluss nochmal richtig, richtig Angst reinbekommt. Dieses Tor in der 85. oder sowas. Aber in Summe glaube ich, ein verdienter Auswärtssieg, der erste Auswärtssieg seit Dezember 2021 und ein unfassbar wichtiger Sieg. Sie waren kämpferisch da, Einsatz war da, einfach geil, auch mal eiskalt gewesen und das zum Spielfazit, währenddessen mit den letzten 2-3 Minuten Nachspielzeit, Pokal-Halbfinale, Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, auch ein absolutes Traumlos, dass Freiburg und Leipzig, die vermutlich ekelhaftesten Gegner von den vier, direktes Duell haben. Freiburg gegen Leipzig, Neuauflage vom Pokalfinale und wir haben Heimspiel gegen Frankfurt im Pokal. Geil, ein vollkommen, am Ende, also natürlich wieder von Puls geprägter, aber am Ende wunderschöner Sonntagnachmittag, Digga.